Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 15. Heute mit dem Europa League Spiel gegen Warschau. Wir haben hier im Büro noch was. Ich habe hier halt schon mal weitergedrückt. Hier oben, bei dem hier. Und dann kam im Büro noch mal hier was. Das schauen wir uns natürlich gleich an. Ein Scout-Bericht wurde abgeschlossen. Oh, was habe ich denn da gemacht gehabt? Ich glaube für rechtes Mittelfeld oder sowas, ne? Hallo Peter, ich habe Ihnen meinen Abschlussbericht zu Markel Suseta oder Susaita geschickt. Weitere Berichte zu diesem Spieler werde ich nicht mehr anfertigen und der jetzige wird in ein paar Monaten nicht mehr verfügbar sein. Okay. Und eine Nachricht von Spielern. Ich habe von Marcel de Jong, ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen und festgestellt, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in der letzten Zeit gut gespielt und würde gerne weiterhin eingesetzt werden. Trainer. Ja, der hat mir ja nicht so ganz gut gefallen, ne? Omora, wecker so ein. Den tue ich echt mal wieder raus hier. Müll das dafür mal rein. Chor wäre auch mal wieder eine Option vielleicht. Aber Werner hat auch so. Werner ist so ein komplettes Tief jetzt. Aber vorne lasse ich erstmal was. Wer war das der? Ich habe halt Barber rein. Komm, ich tausche die nochmal wieder. Vorne hat zentrales Mittelfeld. Für Altintop mal. Weil Altintop hat mir ist auch nicht so. Fand ich auch nicht so prickelnd. Deswegen wechsle ich da mal, weil ich meine, vorhin ist er auch relativ schnell eigentlich. Und wir haben ja, wie gesagt, schon 5 Punkte. Hallo? Achso. 5 Punkte, der erste hat 7 Punkte, das ist Tottenham. Und die haben eben nur 2 und der letzte hat 1 Punkt. Deswegen, wenn wir jetzt eigentlich gewinnen, dann sind wir durch, so gut wie durch, würde ich behaupten. Hier sieht man es nochmal, 2, 5. Wenn wir gewinnen, haben wir 8 Punkte, dann sind wir eigentlich so gut wie durch. Ich mache das hier mal. Brauchen wir da nicht immer so 5 Stunden? Ja. Okay, das mache ich nicht. So, hier mal kurz. So, ich kann auch nicht offensiv. So, jetzt haben wir es. Ich mache bei die gegen die mache ich nochmal offensiv am Anfang rein. Ich glaube, ich sage jetzt wahrscheinlich, ja, die sind nicht so gut. Aber wenn man sowas macht, dann kassiert man natürlich ganz schnell eins. Also Fehlpässe sollte ich echt mal versuchen zu reduzieren, weil das ist echt. Das mache ich. Habe ich in der letzten Folge auch schon gegen Schalke viel zu oft gemacht. Aber Schalke war natürlich ein ganz anderes Kaliber eigentlich als die jetzt hier. Weil Schalke ist halt richtig mit Körpereinsatz und drängeln und drücken, wie man gesehen hat. Komm, hast du noch. Schön. Wer ist denn das hier? Gnabry. Oh, Gnabry ist auch so schnell. Wow. Was mache ich? I don't know. Schieß mal. Oh, jemine. Die stehen auch so krank gestaffelt da hinten drin. Kutschak. So heißt der Torhüter von denen. Er macht kurz, ey. In letzter Zeit machen alle alles kurz. Schalke hat so ziemlich alles kurz gemacht. Das machen die ja normal ganz selten eigentlich. Also eher selten als. Und das sieht nach einer guten Torchance aus. Für mich oder was? Oh shit. Mitte. Nee, geht nicht mehr. Ach, der kommt so hoch. Kajubi nimmt es nicht an. Nee, ist gar nicht. Ist das Kajubi? Doch ist Kajubi. Kajubi. Das habe ich gesehen. Oh, das ist auch Gegner. Oh, wie dumm. Das war dumm. Dachte, der kommt da nicht an mich ran. Hat er auch stark gemacht. Kann man nichts meckern. Oh, De Jong, achso. Das finde ich ganz nett, dass sie mir einen Ball so gibt, ne? Da nehmen wir sie hier so. Jo, die. Oh, oh je. Ich muss halt nach rechts schießen, weil sonst hätte er in der Hüde hin gehabt. Und das war dann ein bisschen zu weit rechts. Ein bisschen ist gut.
Für? Für? Ivica. Keine Ahnung, wie er den ausspricht. Hat er gefoult. Kassiert irgendwie extrem viele gelbe Karten. Was mir alles so auffällt. Gelbe Karten, kurze Pässe. Na, jetzt haut er mal vor. Aber eigentlich ist er gar nicht mal so über, also so tragisch, wenn wir gegen die verlieren. Aber so als Sicherheit wäre es natürlich schon nicht schlecht, wenn wir mal gewinnen würden. Oder zumindest einen Punkt holen würden. Oh. Hier ist wieder ein Rücken. Oh, Elfmeter. Hm. Das versteht er gar nicht. Ich dachte eigentlich eher Freistoß, aber pff, ja gut, den Elfmeter nehme ich auch. Gibt es dafür noch eine Karte eigentlich? Achso, da hat er gezogen und dann, ja, war extrem knapp. Pff, ich noch wegslide so, ne? Oh no. Wer schießt denn den? Was für Heck? The fuck? Nein, für Heck schießt er mit Sicherheit nicht. Der schießt S-Wein. Aber der muss. Hoffentlich schießt er jetzt nicht. Ich weiß nicht. Ach, gut. Oh, oh, ich dachte, der Schüler springt in meine Ecke, aber das aussah, aber nope. Macht er da was? Ich kenne die Torjubel nicht. Ich drück da mal willkürlich irgendwas in die Landschaft. Ja, aber rechte Ecke versenkt. Der zuckt doch so nach rechts irgendwie, so ganz minimal da, zack. Und dann geht er doch, pff, Tor in die linke Ecke von uns aus gesehen. Soll mir recht sein. Ich glaube, der hätte ihn ansonsten echt gehabt, weil der war nicht so überragend geschossen. Also. Hätte er schon machen können eigentlich. Oh, der zieht ganz schön hier. Aber meine auch, wir warten das. Ja, S-Wein. Oh, da liegt's ihn erstmal. Geh mal. Oh, der hat gerade auch wieder so gedrängelt, so. Was ist denn das hier? S-Wein. Können wir an dem vorbei? Da kommt der nächste. Ah! Nein, ich hätte anders. Ich hätte in die Mitte laufen müssen. Shit. Ja, wie er mich wegdrückt. Krank. Okay, Kajubi ist auch so ein Leichtgewicht, der könnte es noch funktionieren. Ja, komm, pass. Okay, doch nicht. Will er nicht? Ach, oh, nicht zu dem. Ah, okay, viel zu lang. Das ist also Steilpässe. Na. Ja, komm. Ja, das ist gut, was der macht. Die kloppen den teilweise einfach mal so mega krank, einfach so weg. Ich weiß nicht, warum die das machen. Oh, schieß doch. Ich dachte, der nimmt ihn vielleicht mal direkt, aber nee. Ich hatte ihn halt nicht angewählt, deswegen hätte das. Dann hätte das, wenn ich ihn angewählt hätte. Naja. Solange wir es kein Tor kassieren, ist mir. Das ist eigentlich auch relativ egal. Das war natürlich jetzt mal überragend hier wieder. Ecke. Oder? Oh, das hat sich so angehört, als ob da noch einer von mir dran gewesen wäre. War aber anscheinend nicht. Dead Vision gibt es. Abschluss. Nee, nee, jetzt so? Jetzt so. Also, wir sollten zumindest das 1-0 zumindest in die Pause retten. Oh, jetzt schaue ich auf den Spielstand hier und auf die Zeit. Oh no, okay. Abstoß gibt es. Ja, also wenn der größer ist und könnte es gefährlich werden.
War es natürlich jetzt nicht so gefährlich. Krieg ich nochmal einen Angriff? Boah, nee, ich laufe ihm rein. Ich denke, ist nochmal Einwurf für mich. Jo. Aber zu wem? Zu dem hier? Na, ob. Ich drück doch da gar nicht hin. Das ist, also wo die teilweise einen Einwurf hinmachen, ist schon verblüffend. Da denkst du, der Spieler ist farbenblind und wirft zum Gegenspieler oder so, weiß ich nicht. Kann ich nicht direkt machen, geht nicht. Komm. Nochmal eine Ecke. Ich hätte nicht schießen können, dann hätte der sowas von verhunzt, also. Am besten Willen, nee, das wäre nicht gegangen. Der ist frei. Der macht nichts aus der Chance, nichts macht er da draus. Puh. Durchatmen. Kurz Pause. Wir führen 1-0. Und das ist wirklich verdammt viel. Wir können mal schnell schauen, ob ich unser Spiel finde. Und das so aus unserer Gruppe noch. Nee, finde ich gerade nicht, aber ich mache mal weiter. Das sehen wir am Ende, wie die Tabelle sich verändert hat. Wechseln tue ich mal nicht. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Müsste bloß stehen, ich stehe schon auf Offensiv. Also ich will es da nicht noch mehr machen. Aber ich glaube, ich müsste vielleicht doch mal die Aufstellung wieder umändern, weil das mit diesen 5er Abwehr hinter drin, da fehlen mir vorne die Leute irgendwie so. Ich glaube, ich brauche vorne ein bisschen mehr. Aber irgendwie, ich mache vorne nicht so allzu viel. Also das ist schon nicht so cool. Dann müsste ich mal vielleicht wieder auf 4-4-2 irgendwie umsteigen oder so. Oh. Oh no. Oh gut. Oh, der grätscht mich ab. Holla. Also es kann nicht nur Schalke, sondern auch Warschau. Ich sage es einfach Warschau, die heißen irgendwie anders, irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas, was ich nicht aussprechen kann eigentlich. Deswegen sage ich einfach Warschau und, yo, ich drück, dass er da hinlaufen soll, aber er macht es natürlich nicht. Auch gut. Die kommt da nicht hinterher, ne? Oh. Nein. Ich kann doch nicht abpassen so, weil da ist ja keiner. Kriegt er den so zu dem? Oh, jo. Ich laufe mich immer fest, ne? Gibt es einen Einwurf? Das war ein Schuss? Ich habe da Schuss gedrückt. Nicht Flanke. Pff, ganz stark, was der da macht. Das ist ein krasser Einwurf. Komm, geh mal einen Ball her. Oh, vergriffen. Schätzt, nochmal verschätzt. So ist Kajubi schnell genug hier. Zum Glück steht meiner aber davor und kann den noch wegköpfen vom Gegenspieler, weil sonst wird es echt immer gefährlich, weil diese Flanks sind schon. Na, jetzt läuft er nicht weiter. Ich werd verrückt. Die ganze Zeit läuft er rein und dann läuft er nicht mehr gar vors Tor. Weil dann ist, jetzt wollte ich ihn reinspielen eben. Der denkt sich einfach so, nö. Solche Zweikämpfe will der Trainer sehen, da freut er sich. Oh, ja. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Ich wollte passen und hab dann irgendwas anders gedrückt. Oh, das nächste Spiel, das wusste ich gar nicht. Am 11. November um 15:30 gegen Stuttgart. Ja. Also auf jeden Fall Bundesliga. Oh, ich wollte rüberlegen nochmal. Das war dumm. Das sollte gar kein Ding so werden wie das. Was war denn das? Das war Kajubi. Das kannst du aber besser, mein guter Herr. Also, ne? Was macht der denn hier? Oh, oh ja, ist geil. Wegkommen. Jo.
Die stehen alle hinter der Abwehr, also hinter dieser Reihe von denen. Oh no. Oh no. Nee, 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 Freundchen. Das machst du mal nicht. Was, er schnappt sich nicht? Aus dem Weg, Schiedsrichter. Hä? Achso. Ich krieg immer so einen Schrecken, wenn der Spieler auf einmal stehen bleibt und denkt so, was? Lauf weiter. Aber das ist natürlich auch recht. Und das war abseits, ja. Richtig gesehen. Die wechseln nochmal hier so 70? Stark. Oh, shit. Der ist auch relativ schnell, ne? Ah, schade, hat nicht ganz funktioniert. Was macht der denn bitte, ey? Freut mich, dass er sowas macht. Dann kann ich hier nochmal... Kann ich... Aber Ecken sind echt... Bis auf das schöne Kopfballtor da... Schade. Ja, gut, wie soll ich den reinbringen? Da stehen ja 10 Spieler so irgendwie gefühlt vor mir, so, ne? Okay, sind nur 2 plus... Also einer plus Hüter, aber... Krieg ich aus dem Winkel nicht vorbei. Keine Chance. Können die nochmal flanken? Vielleicht mal kürzer irgendwie? Nochmal? Ja, machen wir immer so weiter. Gibt noch eine Ecke. Der landet immer bei Kajubi vorne. Machen wir hier mal weiter mit der Eckenparade. Machen wir ein bisschen weiter. Das ist schlecht. Gut. Dann nicht. Auf. Oh, shit. Ja, wie jetzt gute Torschance? Ja, wie, wo ist die Torschance? Puh, das war echt... Da war nur noch einer hinten. Das ist schon gefährlich so. Ich mache natürlich auch wieder ein gefährliches Spiel mit dem 1-0. Oh, der ist so langsam. Oh, shit. Nee, er kommt ran. Ich fress... Oh, nee, ich fress gar nicht. Ich krieg zu viel, ne? Weil ich glaube, der wäre wieder ein bisschen zu langsam gewesen fast. Ich wollte es jetzt nicht riskieren. Aber ich bräuchte vorne noch einen schnellen Stürmer irgendwie so, ne? Ne, jetzt wirklich? Okay. Das ist aber... Ich krieg nichts auf die Kette oder was? Ja, wie jetzt? Er übernimmt einfach den Ball. Wer ist denn verletzt eigentlich? Liegt da irgendjemand? Weil das haben sie doch gerade gesagt, oder? Die wechseln nochmal. Ja, bei dem war auch gerade hin. Stell mal schnell um auf sehr defensiv, weil ich glaube, die haben jetzt richtig... Die müssen auch was riskieren. Wow, es schirmt auch ein Ball mal krass ab. Die haben jetzt irgendwie extrem viele Leute vorne, weil die haben auch die ganze Zeit gewechselt. Oh. Abseits, gut. 89. Minute, wir führen immer noch 1-0. Könnte es tatsächlich diesmal was werden. Nicht, dass wir jetzt wieder am Ende eins fangen. Ja, Abseits, klar. Fangen die auch damit an mit dem... Oh, jau. Ja, das ist nicht mal ein Foul, ne? Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, mach mal. Ja, wie jetzt gute Flanke. Heieiei. Ja, wie jetzt? Das gibt's nicht. Wie kriegt er den aus dem Winkel rein? Wahnsinn. Ja... Kurze Ecke, Hüter. Oh je, Mini, den musste er ja locker haben. Das ist natürlich jetzt mal wieder ein Rückschlag hier, so, ne? Ich glaube davon, dass wir keins mehr kassieren, mache ich mal sehr defensiv. Und dann schießen die eins. Klarer Hüterfehler. Also kannst du mir erzählen, was du willst. Den musst du ja locker haben. Oh, Glück gehabt, ich habe gerade wieder gepasst auszusehen. Ey, ne? Macht mir gerade echt wieder ein bisschen fuchtig. Es gibt sich, dass wir wieder so ein... Ja, das verlieren wir wahrscheinlich am Ende noch.
Jetzt passt der darüber. Es liegt einer von mir am Boden. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, nein, Gnabry, wirklich jetzt. Okay, ich weiß, warum er sich verletzt hat. Hätte ich reagieren müssen. Shit, Altintop mache ich mal da rein. Das gibt's nicht. Eins, eins. Ja gut, meine Güte, also die werden das nächste nicht gewinnen und ich werde... Ich schaue mir jetzt einfach die Tabelle an und dann passt die Sache. 1-1. Ich hätte natürlich gern gewonnen, aber ja. Über Bewertung ist wieder nicht so grandios mit 7,2 der Beste von mir. Haben die was Besseres? Die sind aber 4,0. Boah, Beste jetzt 7,1 von denen auch nicht gut eigentlich. Ich schaue mir jetzt echt mal die Tabelle an. Tabelle. Europa League. Ich weiß nicht, welche Gruppe wir sind. Einigermaßen mal hinten, glaube ich. Hier sind wir. Die haben gewonnen, wie zu erwarten. Und Warschau müsste jetzt... Boah, die müssten irgendwie so sehr, sehr hoch gegen Tottenham gewinnen. Und ich glaube, das werden sie nicht. Also wir sind relativ safe durch eigentlich. Was haben wir denn da oben schon wieder? Das ist mein Lieblingslied hier. Da, 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 da. 2 Monate? Was? Auch wirklich jetzt? Oh nee. Ich habe ihn erst geholt. Ich hole ihn und verletzt sich. Verletzt sich, meine ich. Ich bin gerade in guter Form. Danke, dass ich mich eingesetzt habe. Natürlich, Monsieur. Ich mache das hier gleich mal. Boah. Voll im Arsch hier. Rechtes Mittelfeld. Habe ich ein rechtes Mittelfeld? Chor? Meint er, das wäre was? Zentraldefensive Mittelfeld kann man eigentlich lassen, denke ich mal. Yep. So, was haben wir hier noch? So, komm da. Ich hab's doch abgesendet. Ja, das wollte ich so absenden. Das habe ich doch gemacht. I don't know what they... Alter. Das legen sie aber los hier, du. Info, das ist okay. Amora weg, Tschechien. Ronny, Philipp, Slowenien. Okay. Gegeben kann wieder am Training erste Mannschaft teilen. Es liegt an ihnen. Okay, also kann wieder trainieren. Ist schon mal gut. Hallo, Chef. Ich hoffe, sie rotieren einmal ein bisschen und geben mir ein bisschen... ein wenig Spielzeit. Gut. Wer ist das denn? Der hat überhaupt kein Gesicht. Kenn ich gar nicht. So, das nächste Spiel ist wieder in der Bundesliga gegen Stuttgart. Die befinden sich auf dem Tabellenplatz Nummer 6, also deutlich vor uns. Wir sind leider nur 13, das ist echt erbärmlich, aber was willst du machen? Es ist ja noch einigermaßen nah beieinander, so wenn ich mir das anschaue mit dem Sieg dann so relativ weit oben. Dann kommt, also man kommt mit dem Sieg schon relativ weit. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schreibt sehr, 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 sehr gern Kommentare. Freue ich mich sehr drüber. Und dann sehen wir uns im nächsten Spiel wieder. Bis denne!